Hallo ihr Lieben, willkommen zu Vlogmas Tag Nummer 12. Ja, es geht ganz schön schnell dieses Jahr, würde ich mal sagen. Und ich denke, wir fangen heute mal mit den Adventskalendern an. Es ist heute Mittwoch, das heißt, ich habe eher Feierabend. Die Fanny liegt da noch im Körbchen und weiß nichts von ihrem Glück. Und hier haben wir einmal den wunderschönen Tannenbaum am Leuchten. Ja, ich habe mir gerade Essen gemacht. Es gab heute lecker Wraps, selbstgemachte und ja. Dementsprechend bin ich gesättigt. Heute Abend geht es auch noch zum Training. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich Fanny mitnehme. Die muckelt so ein bisschen rum mit ihrem Rücken. Gucke ich mir gleich einfach nochmal an und dann entscheide ich spontan, ob sie mitkommen darf oder nicht. Ich drehe euch um, wir sind im Schlafzimmer. Wir gucken uns jetzt nämlich erstmal meinen Adventskalender an. So, heute starten wir mal mit dem IKEA Adventskalender. Und wir haben den 11. Wo ist denn die 11? Die 11 ist hier oben. Und da ist einmal so eine Praline drin. Sieht aus wie eine Mandarine. Ich packe den mal kurz zur Seite. Den von gestern habe ich die, glaube ich, auch noch drin vergessen. Nein, den habe ich anscheinend dann doch schon gegessen. Auch nicht schlecht. Seht ihr, ich bin schon so vergesslich, so stressig momentan. So, die 11 ist hier oben. Das ist schon wieder ein bisschen größer heute. Oh, das ist ganz schön groß. Oh, ein Engelchen. Oh, da freue ich mich. Ich mag ja diese Lindfiguren aus Schokolade. Die sind richtig lecker. Ne, Fokus. Da ist der Fokus. Ein Engelchen. Kommt aber auch erstmal hier zu. Und dann habe ich euch einmal flott gedreht. Das habt ihr gar nicht gemerkt. Dann gehen wir nämlich jetzt einmal zu Fannys Adventskalender. Mal gucken, wann sie merkt, dass wir bei ihr sind. So. Sie merkt es immer noch nicht. Doch, da kommt sie. Sollen wir den Adventskalender aufmachen? Ja? Sollen wir die 11 aufmachen? Nein? Doch, ne? Wir machen die 11 aus. Die 11 ist hier oben an meinem Geweih. Keine Ahnung, warum das da hängt. Omas Küche. Auch nicht schlecht. Grandmas Kitchen. Und zwar ist das ein Hundesnack von Hunter. Sieht so aus. Kenne ich noch gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass Hunter überhaupt Leckerchen macht. Beziehungsweise ich habe es, glaube ich, schon mal gesehen. Aber keine Ahnung, noch nicht geguckt. Aus Rind mit rote Beete. Und Fanny stupst das schon an. Es scheint so, als möchte sie mal probieren. Möchtest du das probieren? Ja? Na komm, dann machen wir das einmal auf. Ist auch aus Deutschland. Also wird in Deutschland hergestellt. Scheint auf jeden Fall gut zu riechen. Aber Fanny ist da ja immer sehr unkompliziert. Nein. Nein, so sieht das aus. Denke mal, normalerweise ist das ein so ein Teil. Na, okay. Ja, und schon ist es weg. Das ist so, ja, nicht ganz trocken. Dreh dich, dreh dich. Okay, ja, also man kann es runterschlucken, findet Fanny. Einen kriegt sie jetzt noch. Und dann packe ich den erstmal beiseite. Denn ich möchte gleich nämlich die Intelligenzspielzeuge ausprobieren. Da brauche ich natürlich einen etwas hungrigen Hund. Sie hatte jetzt auch gerade schon Knochen. Vielleicht hätte ich den erst hinterher geben sollen. Also heute das Paket auf jeden Fall super. Hier sieht es übrigens gerade so aus. Das sind die Schnüffeldecken. Die sind noch nicht fertig, aber ich habe schon die Decken in Form geschnitten und habe da auch schon die Fransen in Grün eingeschnitten. Jetzt muss ich noch ganz viel von diesen Schnipselchen machen und das Ganze dann zusammennähen und dann sind die nämlich auch fertig. Ja, an sich eigentlich gar nicht so viel Arbeit. Wenn man das Ganze aber 8 Mal macht, dann summiert sich das dann doch ein bisschen. Ich muss jetzt gerade noch die Küche aufräumen nach dem Essen und dann packe ich mal die Intelligenzspielzeuge aus und dann gucken wir mal, wie Fanny sich so anstellt. Wir schauen mal. So, ich dachte mir, wir fangen mit diesem hier an. Das ist so ein Türmchen. Ich packe euch mal ein bisschen hoch. So seht ihr es, glaube ich. Das habe ich jetzt nicht auf der Messe gekauft. Das habe ich aber auch noch nicht so lange. Das haben wir jetzt, glaube ich, 2 Mal bespielt. Ja, und das Ganze sieht ausgepackt dann so aus. Also ich habe die Intelligenzspielzeuge hauptsächlich von Trixi. Ich hätte gerne auch so ein Holzspielzeug, aber das habe ich noch nicht gefunden. Und zur Belohnung hole ich mir jetzt diese Bonzita-Snacks, die wir hatten im Adventskalender. Und der hat hier 3 solche Knoppis, die der Hund rausziehen muss. Und hier müssen die Teile so rausgezogen werden. Dafür muss ich das Ganze aber auch einmal befüllen.
Da Fanny das schon kennt, mache ich da jetzt noch nicht mehr so die hohe Belohnung rein. Das heißt, ich mache pro Etage quasi ein. Also sie müsste jetzt theoretisch entweder erst unten rausziehen oder oben, Mitte, unten, dass dann halt was rausfällt. Ich stecke dann hier nach und nach die Dinger Etagen wieder ein. So, dann hat sie in dem Turm quasi drei Leckerchen drin. Decke wieder drauf, sonst mopst sie sich das von unten. Und hier auch jeweils ein. So, und hier ist ein einziges Loch, wo das dann rausfällt. Das drehe ich jetzt mal ein bisschen so zur Seite. Ich hoffe, ihr könnt das ganz gut so sehen. Und ja, ihr könnt Fanny wahrscheinlich schon hinten im Körbchen sehen. Ich würde den nur ganz kurz noch auf den anderen Teppich stellen, weil sonst rapselt sie mir hier gleich alles runter. Und dann hoffe ich, dass ihr gleich mal was sehen könnt. Fanny, such! Such! Ja, ich muss immer ein bisschen aufpassen, dass sie mir nicht den ganzen Turm abräumt. Ja, den hast du schon. Such weiter. Geh weiter suchen. Ja, mit diesen Pnöppis hat sie so ein paar Probleme. Geh weiter suchen. Da weiß sie nicht, also mit Mund oder Pfote. Deswegen muss ich den immer ein bisschen besser. Jetzt nimm. Nimm. Weil sonst reißt sie mir das ganze Ding einmal ab. Ja, such weiter. Weiter. Jawohl. Und ein Pnöppi steht da jetzt noch. Such weiter. Nein. Such weiter. Gib her. Such weiter. Jawohl. Okay. Und Körbchen. Körbchen. Okay. Also Fanny wird dabei manchmal rabiat. Und ich weiß nicht, diese Dinger mag sie einfach nicht. Also mit der Schnute nehmen macht sie gar nicht. Und dann versucht sie immer die mit der Pfote rauszuholen und dann reißt sie mir meistens diese ganzen Spielzeuge um. Ich baue den jetzt einmal ab und dann probieren wir was Neues aus. Ich möchte nämlich die neuen beiden gleich einmal durchspielen. Wir schauen mal. So, das ist jetzt das erste, was ich von der Messe gekauft habe, und zwar nennt sich das Pokerbox 1. Das ist Schwierigkeitslevel 2 und das Ganze sieht so aus. Ich glaube, ich muss euch ein bisschen runterfahren, beziehungsweise ich nehme euch mal kurz mit. Also hier sind vier solche Boxen, deswegen wahrscheinlich Pokerbox. Und zwar ist hier immer so ein Stopper, damit man die Boxen nicht so rausziehen kann. Man kann die nämlich auch zum Beispiel anders anordnen einfach. Und dann hat man einmal eine Box, die hier aufgeklappt wird. Da muss der Hund hier quasi drunter packen. Dann eine Schublade, wo der Hund die Schublade rauszieht. Dann hier einfach eins, wo der Hund den Deckel abheben muss. Und dann einmal so eins, das ist, glaube ich, das Schwierigste, wo der Hund das hier so aufschieben muss. Ich bin mal gespannt. Ich werde die jetzt einmal befüllen. Fanny liegt da hinten wieder. Weil das das erste Mal ist, werde ich alles mit Futter bestreuen. Ich werde ein bisschen mehr Kekse reinpacken. Und vor allen Dingen hier hinten werde ich einen großen Deckel reinpacken, weil ich glaube, das ist am schwierigsten. Und das hier ist, glaube ich, mit am leichtesten. Also ich habe jetzt in jedem mindestens drei Dinger drin. So. Pack mal die restlichen Kekse kurz weg. Ich weiß noch nicht, wie ich die Kameraeinstellung mache. Am besten packe ich das auch wieder hier hinten hin. Halte die Kamera fest und hoffe, dass der Hund im Dings ist. Aber am besten stelle ich das, glaube ich, so rum. Ja, Fanny ist schon genervt. So, wir schauen einfach mal, was Fanny dazu sagt. Such! Genau, das zum Ziehen kennt sie ja mittlerweile. Ihr sucht weiter. Fanny!
Also sie weiß auf jeden Fall schon, dass Kekse drin sind. Na, also Schublade für Fanny am einfachsten, aber auch nur, weil sie von dem Tower halt diese Bändchen jetzt kennt. Sie müsste die halt ganz rausziehen, damit sie da richtig rankommt. Aber ich glaube, sie schafft es auch so. Sie hat eine... Na, vorsichtig. So, sie lässt sich kurz ablenken. Such weiter, Fanny. So, die hat sie jetzt erledigt. Die nehme ich ihr beiseite, sonst spielt sie damit nur. Genau. Aufklappen geht auch wunderbar. Prima. Okay. Such weiter. Nein. Such weiter. Fanny ist halt ein Pfotentier. Da warst du schon. Ich muss hier die Box wieder weg festhalten, wenn Fanny die abhebt. Ja, ich sag ja, sie macht viel mit den Pfoten. Wenn sie jetzt von der anderen Seite das machen würde, wäre das auch kein Problem. Dann geh mal von der anderen Seite. Nein. Guck mal hier. Ah, gucke mal an. So, das haben wir auch. Guck mal hier. Nein. Komm hier. Vorsichtig. Vorsichtig. Guck hier. Ah. Nein. Komm hier. Ja. Ja. Jawohl, prima. Okay. Wie ich mir schon gedacht habe, war das hier am schwierigsten. Einfach, ja, weil Fanny halt viel mit der Pfote macht. So, das war's, Fanny, Körbchen. Körbchen. So, das war jetzt das erste neue Intelligenzspielzeug. Also sie hat das vorher noch nie gesehen, auch diese Schublade nicht. Also wie gesagt, ich hatte Glück, dass sie beim Turm ja schon diese Bändchen hatte zum Ziehen. Deswegen waren zwei von den Aufgaben nicht ganz so schwierig. Aber man hat gesehen, sie musste halt bei dem letzten ordentlich überlegen. Und ich denke mal, normalerweise soll der Hund das mit der Nase aufstupsen. Ja, Fanny ist halt ein Pfotentier, was das angeht. Und ja, sie hat es aber aufbekommen. Das packe ich jetzt weg und dann hole ich eben das letzt und schwierigste her. So, und das ist jetzt unser letztes neue Intelligenzspielzeug. Und zwar nennt sich das Move to Win. Und das ist unser erstes Level 3 Spielzeug. Und warum das Level 3 ist, kann ich euch mal zeigen. Das Ganze sieht so aus. Also ist sehr klein, sehr flach, sehr handlich. Und zwar gibt es hier auch wieder Schubladen mit Bändchen. Kann man hier auch so ein bisschen größer machen. Der Hund kann aber nicht ziehen, solange er den Knopf nicht rausgenommen hat. Dann kann er den nämlich aufziehen und dann ist hier drunter was und hier auch noch. Also nein, das ist ja das. Moment. Also, der Hund versucht das hier aufzumachen, das geht nicht. Er muss quasi erst das hier abnehmen, hat dann hier ein Leckerchen drin. Und wenn er dann aufschiebt, ist hier auch nochmal ein Keks drin. Das gleiche haben wir auf dieser Seite. Also auch diese Schublade lässt sich erst mit diesem Knoppi öffnen. Und dann haben wir hier noch verschiedene Schubladen und da so ein Knoppi drin. Das wird schwierig für Fanny, weil sie ja mit den Pfoten arbeitet. Mit der Nase wäre es deutlich einfacher. Das heißt, wenn der Hund in diese Richtung schiebt, kommt hier eine Schublade auf. Und wenn der Hund den dann wieder hochschiebt, geht da oben eine Schublade auf. Und das gleiche auch nochmal in die Richtung. Und hier oben natürlich auch. Also da hinten. Also mit dem Ding hier kann sie vier Schubladen öffnen. Also da sind sogar jeweils zwei Kekse drin, wenn ich das richtig sehe. Ja, dementsprechend werde ich das Ganze jetzt mal vollfüllen. Nehme ich mir wieder ein bisschen mehr von dem Bozita, dass sie das ordentlich bearbeitet und dann schiebe ich die wieder rein. Also das mit den hinterher die Schubladen rausziehen wird am einfachsten, aber sie wird nicht verstehen, warum die nicht rausgehen, solange die Dinger da oben noch drin sind. Und damit sie sich da immer als erstes drauf konzentriert,
werde ich da auch am meisten reinpacken. Also da werde ich jetzt 4 reinpacken, damit sie so einen kleinen Jackpot jeweils hat, wenn sie diese Dinger darunter nimmt. Weil ich glaube, für Fanny ist das mit am schwierigsten. So, ich bin mal ganz gespannt, wie Fanny koordinieren kann. Nein, wie heißt das? Analysieren. Ich habe keine Ahnung. Ich lasse mich jetzt mal überraschen. Ich habe überhaupt gar keinen Plan, was jetzt gleich passiert. Sie könnte auch gleich ausflippen, weil es nicht funktioniert. Vielleicht hat sie aber auch Glück. Oder sie hat mir gerade gut zugeguckt. So, dann schicken wir sie mal suchen. So, Fanny war da jetzt gerade dran und hat mich gerade zur Weißglut gebracht, weil sie das ganze Ding schon zerkratzt hat. Sie soll da einfach nicht so rabiat mit den Pfoten dran rumprimeln. Wenn sie da ein bisschen mit den Pfoten zum Beispiel die Dinger rausmacht oder so, finde ich das nicht schlimm. Aber sie muss jetzt nicht das ganze Ding kaputt machen. Dementsprechend versuchen wir das jetzt ein bisschen auf Nase umzustellen. Ich werde jetzt gleich ein bisschen mehr gucken, dass sie ihn nicht mit der Pfote kaputt haut. Ich hoffe, sie geht jetzt gleich nochmal dran. Und dann probieren wir mal unser Glück. Fanny, komm, such. Prima. Jawohl. Prima, komm her. Ja, klasse, hier. Prima, sehr gut. Prima. Stups. Ja, guck mal da. Prima. Oh, ich habe euch gar nicht gezeigt. Ich helfe ihr da mal ein bisschen. Nee. Fanny, warte, mach mal Sitz. Warte, sitzen. So, ich nehme jetzt die beiden Dinger, die sie schon gemacht hat, einmal raus und drehe ihr das Ganze mal, dass es einfacher ist, weil sonst explodiert Fräuchen gleich. So, okay, komm. Prima, klasse. Ja. Ist jetzt noch gar nicht gesehen, Fanny? Jawohl. Die nehme ich ihr jetzt auch einfach mal raus, dass sie die in Ruhe leer schlabbern kann. Komm hier. Jawohl, prima. Oh, ich habe euch nicht gefilmt. Fanny? Komm hier. Fanny? Stups. Stups. Fanny, komm hier. Jawohl, prima. Klasse. So, jetzt muss ich die Schubladen noch aufmachen. Nicht mit den Pfoten. Jawohl, prima. Klasse. Sehr gut. Ja? Kann ich? Ja, klasse. Prima. Super. Toll. Okay. Fanny, Körbchen. Prima. So, zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich jetzt beim ersten Mal, als sie das Teil gemacht hat, dass ich ein bisschen ausgeflippt bin, weil sie mir das neue Spielzeug quasi so ziemlich fast kaputt gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Also, ja, das ist nass, das ist okay, aber die Kratzer waren da nicht drin. Und ich finde nicht, dass Fanny lernen muss, dass sie mit Zerstörung an alles drankommt. Sie kann das Ganze ruhig vorsichtig machen. Bei den anderen funktioniert es auch. Jetzt muss sie hier natürlich ein bisschen mehr mit der Nase arbeiten. Also sie kann nicht einfach irgendwas umwerfen. Und dementsprechend habe ich jetzt gerade ein bisschen schimpfen müssen mit der kleinen Maus. Das muss aber auch manchmal sein, weil sie kann nicht einfach kopflos irgendwo drauf losrennen. Sie soll sich ja auch konzentrieren. Ja, sie rennt manchmal ziemlich kopflos an solche Sachen dran. Sie ist jetzt auch ein bisschen zickig, weil Fräuchen eine Ansage gemacht hat. Hier steht jetzt auch noch das Spielzeug, deswegen guckt sie so nach unten. Aber ich finde, manchmal muss das auch sein und der Hund muss nicht wahllos alles einfach kaputt machen dürfen. Sie darf schon genug kaputt machen und zwar ihre Kuscheltiere. Aber deswegen würde ich sie auch sowas niemals alleine machen lassen. Also, dass ich ihr das hinstelle und sie soll das dann lösen. Ich bin bei sowas immer dabei. Und wir machen das quasi auch so ein bisschen zusammen, dass ich ihr jetzt die ersten Male so ein bisschen mehr helfe, ist für mich selbstverständlich. Also ich muss sie da nicht komplett alleine dran lassen. Ich lasse sie halt schon erstmal probieren. Das Probieren endet immer darin, dass sie mir das ganze Zeug zerkratzt. Dementsprechend
helfe ich ihr dann doch erstmal ein bisschen mehr. Und ja, gucke dann so nach und nach, dass sie das dann alleine macht. Also die nächsten Male sehen mit Sicherheit auch schon ganz anders aus wieder. Das haben wir hier bei dem Turm gemerkt. Also sie hat auch das erste Mal, als wir das gemacht haben, glaube ich, beim dritten Versuch dann erst gemerkt, dass sie mit den Zehen halt dieses Band rausholen kann. Sonst hat sie auch den mit Pfotenkraft bearbeitet. Dementsprechend denke ich mal, dass wir das auch hinkriegen. Ich fand jetzt dieses hier, dieses mit den Schubladen, fand ich sehr gut. Also das fand ich richtig toll. Das andere ist auch gut, wenn man einen Hund hat, der ruhiger arbeitet, aber auch das kriegen wir hin. Damit fand ich jetzt nicht so ganz, ja, sie hatte ja Erfolg, also es hat ja jetzt geklappt zum Ende. Aber damit sie jetzt gleich noch mit was Positivem abschließt, werde ich jetzt noch einmal den Tower aufbauen. Den habe ich hier stehen, falls den übrigens jemand hat. Habt ihr eine Idee, wie ich den wieder auseinandergebaut kriege? Ich möchte den gerne wieder in die Packung zurückpacken, damit ich den einfach besser lagern kann. Aber ich kriege diesen Turm hier nicht mehr raus. Den musste man ja so zusammenstecken. Und ich weiß nicht, ich kriege es einfach nicht mehr raus. Falls ihr den habt, schreibt mir mal in die Kommentare, ob man den überhaupt wieder auseinanderkriegt. Den machen wir jetzt noch einmal und dann reicht das auch. Dann kann sie da auf jeden Fall drüber nachdenken. Sie findet mich gerade ziemlich doof, würde ich mal sagen. Und ja. Dementsprechend machen wir das jetzt kurz ohne Kamera und dann melde ich mich gleich wieder. So, ein bisschen dunkel ist es. Ja, wir sind jetzt gerade eine kleine, klitzekleine Runde Gassi, bevor es gleich auf den Rundplatz geht. Fanny läuft da hinter mir mit Leuchthalsband und Regenmantel. Aufgrund ihrer Rückensituation habe ich mir überlegt, dass ich sie bei so leichten Stüpperregen, und es ist ja doch etwas kälter heute, nicht ohne Mäntelchen rauslasse. Wie ich das gleich auf dem Platz mache, muss ich mal gucken. Vielleicht mache ich auch eine Kleinigkeit unterm Dach. Ja. Und ja, einfach, dass es sich jetzt nochmal entleeren kann. Klappt mit Mäntelchen ganz gut. Ja, ich glaube, auf der Kamera, muss man gerade gucken, sieht man vielleicht schon da unten, da ist ein ordentlicher Stau. Ja, da fängt es an und ich muss da unten runter, wo die Bäume sind. Fanny macht da gerade übrigens ihr Geschäft. Ja, das heißt, ich hoffe, es staut sich jetzt nicht noch mehr. Hier vorne ist die Straße, wo ich raus muss. Das heißt, ich kann jetzt nicht so lange mit ihr gehen, dass ich auch rechtzeitig auf dem Hundeplatz bin. Da sieht man den kleinen Leuchtepunkt. Es ist auch relativ windig und jetzt fängt es auch wieder an zu stüppern. Ja, ist richtig scheußlich. ja, der Mantel, den Fanny trägt, ist übrigens von Pampa. Der hat auch Reflektorenstreifen. Den muss ich immer noch umnähen. Der ist Fanny ein bisschen zu groß von der Schnalle her, die um den Bauch liegt. Also da ist so ein Klickverschluss quasi und eigentlich passt er von der Länge und sonst an der Brust und so ganz gut. Aber Fanny ist ein bisschen zu schlank für den Mantel. Nur mal kleiner wäre aber zu kurz und ja, der ist schon knapp bemessen hinten. Ich weiß nicht. Fanny, komm hier. Ich wollte euch das mal zeigen. Ja, deswegen schüttelt sie sich auch, weil er nicht so gut passt. Also hinten sieht man, dass er noch einen Ticken länger hätte sein können. Und hier hat sie halt einfach noch zu viel Spiel. Okay. Und dementsprechend wollte ich halt einfach diesen Verschluss ein bisschen umnähen. Das habe ich aber bisher nicht geschafft. Vielleicht im Rahmen meiner Schnüffelteppichaktion, wenn ich sowieso an der Nähmaschine sitze, werde ich das Ganze einfach mal ein bisschen enger nähen. Ja, bei Fanny ist es generell schwierig. Ich habe jetzt tatsächlich im Internet mal geguckt. Ich wollte ihr gerne dieses hochgehypte Annie X Geschirr kaufen, weil ich die erstens mal von der Sitzform ganz gut finde und ich finde die auch richtig schön. Das ist ja nicht bei allen Geschirren so und ja, laut den Maßen, die im Internet stehen, auf der Seite, passt Fanny in keins. Entweder ist es an der Brust zu weit und da hatte ich schon mal ein Geschirr, das zu weit war und das ging gar nicht. Damit sind wir überhaupt nicht klargekommen. Oder es ist zu weit am Bauch, dass man auf die Minimallänge quasi trotzdem noch ja, kürzer sein müsste. Oder es ist dann zu groß, zu klein. Also irgendwas passt immer nicht. Ich weiß nicht, ob ich Fanny mal mitnehme, wenn ich hier mal ein Geschäft auftue, wo man die kaufen kann, dass ich die einfach mal anprobiere. Weil das, ja, ist ein bisschen blöd. Das Geschirr, was sie ja jetzt hat, habe ich ihr ja selber genäht.
Das passt allerdings nicht über die Mäntelchen. Also wenn sie Mäntelchen oder Pullover trägt, dann muss ich sie immer am Halsband haben. Was natürlich doof ist, wenn ich mal mit der Flexi unterwegs bin, weil gerade abends wird es ja kühler. Und dann kriegt sie ja doch dann noch mal für ihren Rücken halt die Mäntelchen um. Ja. Ja, warum Fanny Mäntelchen hat, ich kann es nicht oft genug sagen, weil bestimmt wieder ein paar Schlauberger sagen, dein Hund braucht doch gar kein Mäntelchen. Doch, Fanny braucht tatsächlich ein Mäntelchen. Sie hat eigentlich so gut wie gar keine Unterwolle. Sie ist am Bauch auch komplett nackig. Da sieht man auch, dieser Latz müsste eigentlich ein bisschen weiter hinten sein. Genau. Also solange Fanny auch in Bewegung ist, ist alles gut. Wenn sie im Auto wartet, zum Beispiel beim Training, dann hat sie immer was an. Momentan hat sie, wie gesagt, wieder so ein bisschen zu kämpfen mit dem Rücken. Also sie hat ja immer mal wieder so ein paar Blockaden und wir sind ja auch in physiotherapeutischer Behandlung. Und die Physiotherapeutin hat mir geraten, weil sie halt schon öfter mit dem Rücken Probleme hat, dass wir es einfach gar nicht provozieren, sobald es halt kälter ist und sie nicht so viel flitzen kann. Oder wenn es regnet und kalt ist, also jetzt so warmer Sommerregen macht nichts, aber so wie heute, so ein kaltes Wetter und dann noch so ein Regen, dass wir ihr am besten ein Mäntelchen anziehen. Und da ich nicht möchte, dass sie halt mit dem Rücken noch mehr Schwierigkeiten kriegt, als sie jetzt schon hat, kriegt sie halt ein Mäntelchen an. Ja, die sind auch nicht besonders dick. Also ich habe ja einmal diese Fließpullover, da habe ich jetzt zwei Stück vom Pompa. Da bin ich jetzt sehr, 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 sehr zufrieden. Den kriegt sie auch gleich im Auto an, wenn sie aufs Training wartet. Dann habe ich den Regenmantel. Und ich bin noch am überlegen, ob sie doch noch so einen vernünftigen Pompa-Wintermantel bekommt. Vielleicht zu Weihnachten. Da muss ich mit dem Herrchen nochmal sprechen. Ich habe fürs Auto für den Winter, wenn es so richtig kalt ist, also ich meine, jetzt sind es immer noch Plusgrade, ich weiß gar nicht wie viel. Aber wenn es so richtig Minusgrade sind, dann bekommt sie ja auch so einen gefütterten Mantel an. Der habe ich so einen ganz günstigen bei Amazon mal bestellt. Der reicht auch. Aber der sitzt halt nicht so gut. Der rutscht halt ordentlich über den Arsch. Also wenn wir da Gassi gehen, kann sie den definitiv nicht anziehen. Soll sie auch gar nicht. Der ist, wie gesagt, nur fürs Auto. Wir drehen jetzt mal um, Fanny. Komm. Ja, und dementsprechend bin ich noch am Überlegen, ob es halt noch einen gefütterten Pompamantel gibt. Darf sie auch mal ganz kurz ein bisschen abspacken. So, ich bin wieder zu Hause und muss erstmal meinen Tannenbaum einschalten. Ja, ich komme gerade vom Training. Hier seht ihr eine rosane Front. Ich bin nämlich gerade dabei, den Fernseher anzumachen. Ja, Training, muss ich sagen, war nicht so schön. Muss natürlich auch mal den Ton ausmachen vom Fernseher. Ja, Training fand ich nicht so gut. Es hat ja zu Hause richtig gut geklappt, im Garten, im Feld, überall hat das wunderbar geklappt mit der Unterordnung momentan. Jetzt habe ich ja allerdings auch einen schönen Wetterhund und auf dem Platz hat es gar nicht funktioniert, also überhaupt nicht. Sie hatte überhaupt gar keinen Bock drauf, dass ich dann auch keinen Bock mehr habe, wenn sie natürlich, sie sitzt hier übrigens, wenn ich jetzt merke, dass sie keinen Spaß hat, dann macht es mir auch keinen Spaß, muss ich sagen. Dementsprechend haben wir das Training abgebrochen heute. Dementsprechend gibt es auch keine Szenen zu zeigen. Wir werden jetzt nochmal einen anderen Trainingsansatz haben. Also ich werde trotzdem weiter mit diesen Beißkissen arbeiten, weil es hier ja super geklappt hat. Und ich ja auch eigentlich weg von den Keksen möchte. Dementsprechend werden wir das mit den Beißkissen weiter verfolgen. Ich werde jetzt den Klicker noch mit aufbauen. Den hatte ich nämlich heute noch nicht mit, weil das noch im Aufbau ist. Also ich wollte ja, dass Fanny bei jedem also Doppelklick quasi belohnt wird und ein einfacher Klick quasi so ein super prima ist, dass sie aber weiter im Kommando stehen soll. Und das sind wir gerade am Aufbauen. Das mache ich mit dem Sitz und dem Platz und dem Steh. Also Sachen, die einfach super funktionieren. Und wenn das gut klappt, dann möchte ich es gerne in die Unterordnung mit einbauen. Das heißt, wenn sie im Fuß geht und einen Doppelklick kriegt, dann kommt das Beißkissen. Und wenn ein einfacher Klick kommt, dann heißt es super, aber weiter. Und vielleicht klappt das dann besser. Wir werden jetzt nicht mehr auf dem Platz trainieren. Ich weiß auch noch nicht, ob ich sie am Freitag mit zum Rallye-O nehme. Nächste Woche haben wir ja Jahresabschluss vom Rallye-O. Da werde ich sie auf jeden Fall mitnehmen. Da habe ich auch eher so einen kleinen Spaßparcours geplant. Aber
Ja, mal gucken, ob ich Freitag Lust habe. Also, wenn ich keine Lust habe, dann brauche ich die Fanny gar nicht mitnehmen, weil dann wird das Training gar nichts. Dementsprechend, ja, bin ich jetzt gerade etwas frustriert, sauer. Ich weiß es nicht. Also, ich habe gerade einfach, ja, weiß ich nicht. Dementsprechend habe ich mir gesagt, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Wir müssen den Tag natürlich positiv abschließen. Für Fanny wäre das natürlich jetzt schon, wenn ihr Napf gefüllt ist, aber ich dachte, wir machen noch eine schöne Interaktion zusammen, was sie genießt, was ich genieße. Und dementsprechend habe ich mir jetzt einmal ihre Bürste geschnappt und habe mir gedacht, sie verliert sowieso so viel Fell, ich muss sowieso saugen. Dementsprechend fange ich jetzt nochmal an, sie einmal durchzubürsten. Dafür nehme ich ja immer diesen Zoom Groom von Kong. Das ist einfach so ein Massagenopf, ist vielleicht für ihren Rücken auch ganz angenehm. Ich weiß nicht, ob vielleicht auch der Rücken damit was zu tun hat, dass vielleicht doch etwas schiefer läuft als gedacht, weil eigentlich war sie von der Bewegung her ganz gut und sie zeigt auch keine Schmerzreize momentan. Ich werde mir das morgen nochmal angucken und sonst vielleicht doch nochmal meine Physiotherapeutin anrufen und nochmal einen Termin für dieses Jahr machen. Ja, das muss sein, Mäuschen. Ja, weil natürlich, wenn sie Schmerzen hat, dann soll sie die natürlich so schnell wie möglich loswerden. Aber wie gesagt, also sie hat mir vorhin keine Schmerzzeichen angezeigt und dementsprechend haben wir uns fürs Training entschieden. War vielleicht die falsche Entscheidung. Ich werde jetzt nochmal vermehrt Grünlippmuschelpulver und Teufelskralle ins Futter tun, damit sie einfach da wieder ein bisschen was für die Knochen bekommt. Und wie gesagt, wenn das nicht hilft, also wenn sie jetzt in den nächsten Tagen immer noch so ein bisschen maulig ist. Naja, eigentlich beim Spaziergang und so war sie ja eigentlich super drauf. Also da hat sie mir ja nichts gezeigt. Vielleicht werde ich mir sie morgen auch nochmal schnappen und auf dem Spaziergang nochmal ein bisschen Unterordnung machen und dann mal gucken, wie es da läuft. Es kann natürlich jetzt auch einfach an dem Wetter liegen, weil es ist richtig nass draußen gewesen. Es hat jetzt nicht gerade im Strömen geregnet, aber der Platz ist halt richtig matschig gewesen und dementsprechend hatte sie vielleicht auch keinen Bock. Ich weiß es nicht. Ich werde mir jetzt, wie gesagt, Bürstchen schnappen. Hund ist da. Wartet eigentlich aufs Fressen, aber das gibt es erst, wenn es ein bisschen Zimmertemperatur bekommen hat. Das habe ich gerade erst aus dem Kühlschrank geholt. Und dann bürste ich sie jetzt einmal noch ein bisschen durch. Und ja, vielleicht mache ich dann noch meine Decken ein bisschen weiter und dann war es das für heute.